Ich mache mit der dickeren Leine oder der steiferen Leine eine Bucht. Ich mache sie immer relativ klein, weil wenn ich so eine riesen Bucht machen sollte, dann komme ich durcheinander. Genau wie beim Ballsteak auch ein kleines Auge, mache ich auch beim Shotsteak eine kleine Bucht. Von unten mit der dünneren Leine in die Bucht hinein. Jetzt ist wichtig, dass ich auf der richtigen Seite um die Bucht herumwickle. Nicht so herum, so bringt es mir nichts, ja, wenn es auf der Seite vorbeigeht. Sondern ich muss auf der Seite vorbeigehen, der Nähe meiner Hand, der linken Hand. Rundherum. Und dann stecke ich nicht mehr in die Bucht hinein. Würde ich in die Bucht reindrücken, kriege ich einen Kreuzknoten aus. Das will ich nicht. Sondern ich stecke ihn unter die dünne Leine. Dass das zum Schluss so ausschaut. Und ziehe es an der dünnen Leine einfach fest. Und weiter.